Sie gehört im Sommer eigentlich immer dazu, die Sonnenbrille. Egal ob hell, dunkel, rund oder eckig, ist sie ein treuer Begleiter für lange Sonnentage. Das sehen auch die Menschen im nicht immer ganz so sonnenverwöhnten Bremen so. Viele tragen sie mittlerweile aber nicht nur aus rein modischen Gründen. Dass ich einfach besser gucken kann, da ich sehr empfindliche Augen habe, ist es mir immer wichtig, eine Sonnenbrille zu tragen. Weil ich grauen Star gehabt habe und ich soll die eigentlich auch ärztlicher Seite tragen. Es ist auf jeden Fall angenehm, wenn ich eine Sonnenbrille drauf habe, ja. Sobald irgendwie es hell und sonnig draußen ist, habe ich die immer dabei. Ich fühle mich auch ganz nackt ohne eigentlich. Denn so schön die Sonne auch ist, ihre ultraviolette Strahlung kann nicht nur für die Haut, sondern auch die Augen gefährlich werden, weiß Dr. Oliver Kemper. Der leitende Oberarzt in der Augenklinik am Klinikum Bremen-Mitte erlebt in der Praxis selbst immer wieder, zu welchen Schäden starke UV-Strahlung kurzfristig, aber auch langfristig führen kann. Dann in Lidern können Tumore entstehen, wie zum Beispiel der weiße Hautkrebs. Das ist auch der häufigste Tumor am Auge. Oder auch natürlich der schwarze Hautkrebs, wie an der Haut auch. An der Bindehaut oder an der Hornhaut können bei längerer Einstrahlung auch Läsionen entstehen, die dann mit ein paar Stunden Verzögerung zu massiven Schmerzen führen. Deshalb die klare Empfehlung, an sonnigen Tagen stets eine Sonnenbrille griffbereit haben. Denn durch Klimaveränderungen und eine dünnere Ozonschicht dürfte die UV-Strahlenbelastung zunehmen. Es muss aber nicht immer das teuerste Modell sein. Am wichtigsten ist die sogenannte CE-Kennzeichnung. Diese Gläser haben einen 100%igen UV-Schutz. Auch empfehlen sich tendenziell lieber größere als kleinere Fassungen. Wichtig ist es, dass die Brille möglichst gut abschließt, dass die Sonne von oben halt nicht reinscheinen kann. Die Krönung, den Lichtverhältnissen, in denen man sich halt bewegt, dass es gegeben ist, der Sonnenschutz. Und das ist eben wichtig, zum Beispiel helle Lichtumgebung, Gletscher oder eben auch am Wasser, dass man eben eine möglichst dunkle Sonnenbrille hat. Wer sich unsicher ist, kann auch einen Blick auf den täglich vom Deutschen Wetterdienst herausgegebenen sogenannten UV-Index werfen. Da wird empfohlen, dass man sich ab einem UV-Index von 3 schon gegen Sonne schützt. Also Haut eincremen und Sonnenbrille tragen. Fazit: Was den Schutz der Augen angeht, sollte man bei Sonnenschein also lieber kein Auge zudrücken.